Unser Biobauernhof ist hier im Salzburger Land. Wir befinden uns mitten im Binzgau. Wir wohnen in Fusch an der Glocknerstraße. Das ist am Tor zum Großglockner. Steht unser Bauernhaus aus dem 15. Jahrhundert. Man muss sagen, da drinnen der Platz ist einfach grenzgenial, weil da spürt man hundertprozentig, wer der Chef ist. Und das ist wirklich die Natur. Also da in den Jahreszeiten, es ändert sich ständig eben die Rauheit zwischen wirklich sibirischen Verhältnissen und Hochsommer. Und gerade dieser Wechsel ist es, was eigentlich das Leben und das Pulsieren darin ausmacht. Wir sind Biobauern seit meiner Kindheit an. Das ist uns praktisch in die Wiege gelegt worden. Für uns ist es selbstverständlich, in einem gesunden Kreislauf zu denken. Das geht an beim Boden, der wirklich unser Kapital ist, der gepflegt gehört. Von da aus entsteht das Gras zum Wachsen, die Tiere bekommen ihre Nahrung und so schließt sich der Kreislauf in dieser Kette. Der Tagesablauf von mir schaut so aus, dass ich mich gleich am Morgen um die Tiere kümmere. Das erste sind die Pferde, die liegen mir auch sehr am Herzen, brauchen auch viel Betreuung. Es sind auch zukünftige Spitzensportler oder sollen es werden. Ganz speziell sind vielleicht die Zwergzebus, die also als tolle Futterverwerter gelten. Die fressen das, was die Pferde überlassen und werden von dem auch noch dicker. Sie sind im Übrigen auch sehr eine spezielle Rasse für mich als Landwirt, weil da muss man schon ein bisschen ein Rinderflüsterer sein, um einen Zugang zu einer Rinderrasse zu bekommen, die doch noch sehr in den Wildbereich auch angesiedelt ist. Ich würde sagen, wir sind wirklich ein mutiger, verrückter Haufen, aber auch voller Freigeist, weil es liegt uns ein bisschen fremd, irgendwo in Normen und in Schablonen zu denken, sondern uns ist wichtig, dass wir das umsetzen, was wir wirklich sind in unserem Leben. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Kindern, weil die von klein auf auch unsere Ausrichtung mitbekommen haben. Oder Birgit, wie siehst du das? Ja. Das kleine liebliche Café, das Rosencafé der Biogesundheitsfarm, ist eine kleine Seelenapotheke. Ich habe rund um den Hof so 60 Rosensorten, die ich dann pflücke, teilweise trockne. Aber auch frisch verarbeitet zu kleinen Produkten in meiner Rosenmanufaktur. Meine Urgroßmutter hat schon in Wien damals mir das liebliche Café gezeigt. Die Josephine bereitet die Rosencake-Pops zu. Das sind kleine Kuchenbällchen, die dann mit Rosenzucker bestreut werden. Das ist ihr Part, das sie ganz liebevoll macht. Und auch die anderen Kinder helfen im Rosencafé, dass das ein ganz ein nettes Ambiente wird, wo sich viele Leute wohlfühlen können. Die Valentina serviert dann gerne diese Bioköstlichkeiten unseren Gästen. Aus den Rosen, die rund um unsere Biogesundheitsfarm wachsen, verarbeiten wir nicht nur Bioköstlichkeiten wie Torten, Kuchen, Cake Pops, sondern wir machen zum Beispiel daraus auch Rosenessig, Rosenöl, Rosenzucker, Rosensalz, Rosenpesto und die ganzen Produkte sind 100% Bio. Meine beiden Hobbys habe ich zum Beruf gemacht. Das sind auch die beiden Bereiche, wo ich verantwortlich bin auf der Biogesundheitsfarm. Andererseits ist es die Landwirtschaft und auf der zweiten Seite ist es der Sport. Heiko Bauer ist ein private Trainingsgruppe. Wir probieren da auch die Natur stark einzubinden. Wie zum Beispiel, dass wir eben auch die Heuballen zu koordinativen Zwecken verwenden. Ich bleib drauf.
Ich hole mir auch ab und zu externe Trainer herein, wie eben auch Conny König, der ist eben Boxtrainer. Boxen ist eine ganz spannende Sache Richtung Koordination, Geschwindigkeit, gutes Auge bekommen, auch für den Rennsport. Und da finde ich es ganz wichtig, dass sie dann ihr eigenes finden. Sie sollen wirklich selber ihre Fähigkeiten ausloten und dann eben Flügel bekommen und fliegen. Unser Jüngster, der kleine Livio, der hilft natürlich, wo er kann. Die Vorliebe von Livio ist es, die Hühnereier aus der Hühnerbox zu holen und sie mir zu bringen, damit ich sofort dann ein Frühstücksei machen kann. Wir betreuen im Sommer auch 200 Gänse. Das ist eine intensive Arbeit. Der Livio hilft mir auch da sehr stark mit. Und er lernt dabei Achtsamkeit, den Umgang mit der Natur und das finde ich großartig und ist mir auch ganz wichtig, dass man das den jungen Leuten eben mitgeben darf. Papa! Siehst du schon, was die noch für eine Haare hat? Ja, komische. Komische, aber ganz blaue Augen. Unsere Tochter Marielle arbeitet in der Praxis Biogesundheitsfarm. Sie ist ganzheitliche Heilmasseurin und verwendet für ihre Massagen und für ihre Behandlungen unser selbst hergestelltes Rosenöl, das besonders geschmeidig ist, besonders gut duftet und einfach gut tut. Im Grunde ist es für uns ein Selbstverständnis, biologisch zu wirtschaften. Es wurde uns auch dementsprechend in die Wiege gelegt. Das wollte ich Ihnen noch mitteilen. Wir sind die Stadtmachers und freuen uns, wenn ihr uns einmal besuchen kommt. Bei uns ist es schön. Bei uns ist es ganz toll. Und schön, sag's nochmal.